Ja, hallo und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich stelle erstmal eine Frage. Und zwar bin ich mal am Überlegen, ob ich jetzt ab sofort jeweils, sag ich mal, 2 Kämpfe in einem Video mache. Da ich über 15 Minuten jetzt machen kann und nicht mehr nach jedem Kampf aufhören muss. Das heißt, ich könnte auch jetzt ruhig über 16 Minuten Videos aufnehmen, so über 15 Minuten. Wäre egal. Ja. Das nenne ich mal eine Aufteilung vom Feinsten. Am besten noch mit Tiger und Königstigern zusammen. Wäre super. Ah Gott, ne. Das heißt, ich müsste mich schon mal mit den besseren zusammentun. Im Moment fehlen 3 bei uns. Bei den 2 gibt es keiner mehr. Aha. Los geht's! Also ich will es gerade jetzt nicht mehr schießen. Ah. Weg da hier. Deinem russischen Schrotthaufen da. Also jetzt nichts gegen Russland, aber deren Panzern waren ja meistens, naja. Zumindest fand ich sie, naja. Was ist das denn für ein Ding? Also M2. So, also ich bin jetzt auch echt am Überlegen, ob ich jetzt 2 Videos aufnehme, beziehungsweise 2 Kämpfe. Je nachdem, wie es hier läuft. Und ich glaube, es läuft mittelmäßig gut. Kann aber nicht. Das ist weit weg, also ich könnte ihn Kanten tun. Ich kann nicht treffen. Da sie alle hinter dem Hügel sind. Ich gerade guckte, aber lagen wir noch 2-0 in Führung. Jetzt liegen wir 2-3. Ne, oh, 3-3 jetzt. Ich bin halt echt am Überlegen, weil ich bin ja echt, zumindest bin ja mit dem Panzer deutlich unterlegen. Ich habe gerade irgendwie ein Piepsen im Ohr, das im Moment nicht aufhört. Scheint nicht getroffen. Ging nicht durch. Nicht auf dem offenen Feld stehen. Auch den kann ich nicht treffen. Ah, es ist ein Fels. So, endlich mal einen, den wir auch schaden kann. Und sogar nicht gerade wenig. Ich glaube, den treffen wir schon wieder nicht. Sonst kommen wir nicht durch die Rüstung. So, da sind 3, da hinten ist auch einer. Kam ich durch? Scheint nicht der Fall zu sein. Oder doch? Ne, das bin ich gar nicht. Oder doch? Nein. Nein, das war ich nicht. Das müsste der andere Bison sein. Ja, scheint aber so. Und es kann sein, dass wir gewinnen. Schwer zu erraten. Wenn man ihm jetzt mal schaden würde. Ach ja, mit der Kanone bringt nichts. Ich möchte eigentlich gerne sparen, im Sinne von Kanone kaufen. Weil 70.000 kostet ja der weitere Panzer. Direkt voll durch ihre Panzerung. Panzer 3. Noch so einer und die sind fertig erwischt. Oh, wegen eingetroffen. Ha, ha, ha. Einen. Irgendwie fehlt da noch einer. Aber wir haben gewonnen. Langsam. Ging nicht durch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, ich hab getroffen. Ist das geil. Entschuldigung. Und wieder zwei. Das heißt, wir haben unseren 13. Treffer. Ein T2 Medium Tank und ein T26. Ja. Wir haben zwei getroffen und haben wieder gewonnen. Ja, mussten leider aber 5 Verluste hinnehmen. Aber egal. So, wir haben 12.000. Eine Kanone 3000 ist zwar deutlich stärker, aber ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Ketten Maximalgewicht würde mehr sein. Na, wir bleiben bei unserem erstmal. Ich würde mir zwar eine neue Kanone kaufen, aber egal. So, jetzt sieht's ja schon ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir auch wieder Leichttraktoren, wo wir einen kleinen Vorteil haben. Normalerweise, generell sind wir ein bisschen stärker, glaube ich. Aber das habe ich schon so oft gesagt und haben dann trotzdem, ja, manchmal verloren. Und die Karte. Ich bin aber leider wieder auf der falschen Seite. Das gefällt mir nicht. Ich will auf der anderen Seite sein. Aber wenigstens eine Karte, die mir gefällt. So, und 3, 2, 1, meins. Legen wir los! Bei uns fehlt bis aus einer und bei denen auch low fahren. Weg damit das nicht kaputt fahren am besten. So, jetzt dürft ihr euch zeigen. Falsche Position. Not over the open field. Ach nee. Einer, der es kann, hoffe ich. So, da kann ich nicht. Zeige dich. Fahr, komm, zeig dich mal. Der ist abgeprallt. Den Atem drauf. Abfall. Der ging nicht durch. Lass uns lieber sein. Kann man auch kaputt fahren. Der kann sich jetzt auch können. Oh. Ja. sagt nicht über das offene Feld, wie er schon geschrieben hat, einer. Irgendwie bin ich zu doof dafür, krieg's nicht kaputt, das ist auch kein Problem. Zumindest nicht derjenige, wo ich gedacht hätte, er wäre. Bleib stehen. Heiges. Und weg ist er. Er ist zu seiner irgendwie eine scheiß Position erwischt. So, Vollgas. Nehmen wir mal diese Position an. Die auch nicht gerade überragend ist. Danke, Xiaomi. Naja. Nicht meine Landessprache. Kann man eigentlich? Wie war das nochmal? So mal sagen, dass ich da mal aufpassen soll. Auch wenn ich hier selber bin. Aber... Da einer da rechts zerstört worden ist, würde ich aufpassen. Ich hoffe, er fährt auch dahin und da hinten ist einer. Aber nicht, den ich treffen kann. Komm, weiter hier. Komm. 4:3. Er fährt nicht dahin, wo ich gesagt habe. Aber egal. Ich bin nicht nachher schuld, wenn da einer ist. Kamera. Ich glaube, die andere Seite ist deutlich besser. Als Chugging oder Channing. Irgendwie ist das nicht so. Was qualmt da so? Anzeichen auf Gegner. Fahren wir mal dahin. Ne? Nicht ablenken lassen. Außer sind wieder zurückgefahren. Das kann ja natürlich jetzt auch sein. Treffe ich den überhaupt? Könnten ja auch etwas weiter außen fahren. So. Die zurück zur Basis. Wir sagten das gerade hier. Du. Abpraller! Nicht auf den. Ich sag nicht schon wieder Abrolle. Wo im ersten Kampf noch gut waren, ansatzweise, sieht's hier doch deutlich schlechter aus. Mit einem Shunnington müsste ein MS1 sein und zwei Panzer 3. Beschädigt. Digga. Los. No. Warte mal. Nein, ich will gerade gucken. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Da haben wir jetzt Zeit. Wohl, ich würde einfach sagen, hier Fecht verlassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei World of Tanks in einem guten Kampf und einem etwas zumindest ganz schlechten Kampf. Wir haben unseren 13. Panzer zerstört und ja, erstmal gucken, was können wir hier noch aktualisieren, Fahrzeug aktuelle Module. Natürlich haben wir verloren. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei World of Tanks. Bis dahin, ciao, ciao.